Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es nämlich heute um das neue Buch von Jenny Downham, Die Ungehörigkeit des Glücks. Das Ganze sieht so aus, also ich mag die Farbe irgendwie total gerne. Also es ist ja so ein dunkel-lila Auberginenfarben irgendwie und das mag ich echt total gerne. Das Buch hat 479 Seiten und 4 Sterne von mir bekommen. Es hat mir echt eigentlich recht gut gefallen. Es ist eine emotionale Geschichte auf jeden Fall. Und zwar geht es nämlich um sozusagen 3 Generationen, um die Großmutter, die Tochter und die Enkeltochter. Das Buch beginnt im Prinzip damit, dass Katie und Caroline, also Katie ist die Enkeltochter, Caroline ist die Mutter, also ihre Mutter, sich im Krankenhaus befinden und die Großmutter abholen sollen, das ist Mary. Weil nämlich ihr Lebensgefährte oder Mann oder wie auch immer verstorben ist. Und er hatte so ein Notfallarmband und dort waren halt die Kontaktdaten von Caroline angegeben, wenn irgendwas passiert, dass sie benachrichtigt wird. Und das ist eigentlich ein bisschen kurios, denn Caroline und Mary haben eigentlich schon seit Jahren eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt. Wollen sie auch eigentlich nicht, beziehungsweise man muss eigentlich dazu sagen, Caroline will den Kontakt nicht. Und sie hat halt Katie auch gesagt, soweit ich mich jetzt daran erinnern kann, ich meine, es war wirklich so, dass sie ihr gesagt hat, dass ihre Großeltern beide tot sind. Und dementsprechend ist natürlich Katie sehr geschockt erstmal, dass sie jetzt dort im Krankenhaus sitzt und eine Großmutter hat. Und es ist so, diese Großmutter hat Alzheimer, also es ist schon eigentlich recht ausgeprägt und ist total verwirrt. Sie kann sich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass ihrem Mann da jetzt was passiert ist. Sie weiß nicht, wo sie ist. Sie weiß auch natürlich nicht, wer Katie ist und erkennt auch Caroline nicht. Und ja, es ist aber so, dass sie halt jetzt letztendlich halt mit zu Katie und Caroline nach Hause kommt. Es gibt auch noch einen Bruder, das ist Chris. Und Chris ist so ein bisschen, entwicklungsretardiert, sagen wir mal. Also eigentlich wirkt er ganz normal, er braucht aber scheinbar irgendwie besondere Förderung, so schulmäßig und irgendwie so. Also so besonders behindert, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, wirkt er eigentlich nicht auf mich. Auf jeden Fall ist er halt auch noch da und diese Großmutter zieht jetzt halt bei denen ein und natürlich sind die Konflikte vorprogrammiert, halt einfach deshalb, weil Caroline und Mary eben zerstritten sind. Wie gesagt, sie haben seit Jahren keinen Kontakt und Caroline will sie eigentlich so schnell wie möglich loswerden. Eigentlich wollte sie sie überhaupt nicht aus dem Krankenhaus mitnehmen, sie wäre am liebsten direkt wieder gefahren. Katie hingegen ist sehr, sehr interessiert an ihrer Großmutter. Also, wie gesagt, sie ist erstmal fasziniert davon, dass sie überhaupt jetzt eine Großmutter hat und möchte irgendwie zu ihr durchdringen, möchte ihr helfen, ihre Erinnerungen halt zu erhalten, diese Krankheit halt möglichst langsam fortschreiten zu lassen. Und so beginnt sie halt damit, ein Erinnerungstagebuch zu schreiben. Also alle Geschichten aus der Vergangenheit, die Mary ihr erzählt, die schreibt sie auf, um sie ihr nachher, wenn sie sie wieder vergessen hat, halt wieder erzählen zu können. Und ich finde alleine die Idee schon einfach total zuckersüß und liebenswürdig von ihr. Also Katie ist 17 Jahre alt und sie ist auch eine Einzelgängerin und eine Außenseiterin, weil in jüngster Vergangenheit im Zusammenhang mit ihrer besten Freundin etwas passiert ist, was die beiden irgendwie so total auseinandergerissen hat, was halt auch die anderen Freundinnen von Esme, also das ist halt diese Freundin oder ex-beste Freundin, diese Freundinnen stürzen sich wirklich wie die Geier auf Katie, eben aus diesem einen Ereignis heraus, was da passiert ist, was ich euch natürlich nicht verraten werde. Es ist aber auf jeden Fall auch wirklich ein zentrales Thema in diesem Buch, also Katie will unbedingt Esme zurückgewinnen, sie will sie auf jeden Fall nicht verlieren und es ist, wie gesagt, nicht nur im Buch über die Vergangenheit von Mary und Caroline, es ist auch ein Buch jetzt über Katie natürlich, Katie, die halt eben zu sich selber finden möchte, muss die im Prinzip so im Moment ja wirklich auf dem Selbstfindungstrip ist, weil sie weil bestimmte Dinge halt im Moment in ihrem Leben passieren, die ihr Angst machen, die sie nicht versteht, die sie halt auch so ein bisschen zum Außenseiter befördern und sie hat halt
sie ist so ein bisschen verzweifelt und ja, vielleicht kann ihr Mary da auch so ein bisschen helfen. Dieser Handlungsstrang ist auf jeden Fall super interessant, also was Katie betrifft und natürlich auch dieser Weg in die Vergangenheit, was ist zwischen Caroline und Mary passiert, ist super interessant und nach deckt halt Katie immer mehr auf und ja, es ist halt auch ziemlich schwierig, weil Caroline blockt das Ganze eigentlich komplett ab. Also wie gesagt, sie will mit ihrer Mutter eigentlich nichts zu tun haben. Sie will sie schnellstmöglich loswerden. Und sie will auch nicht, dass Katie halt in der Vergangenheit wühlt. Also das macht sie rattendoll quasi, ne? Also sie wird dadurch wirklich fuchsteufelswild, blockt alles ab, alle Nachfragen, was denn wohl passiert ist. Und ja, ich finde, Caroline ist ein ziemlich schwieriger Charakter. Also sie wirkt echt nicht sympathisch auf mich. Ich meine, natürlich so im Nachhinein, wo man jetzt weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar. Aber es ist auch so, dass sie eigentlich Mary auch nicht wirklich eine Chance gegeben hat, finde ich jetzt so in der Vergangenheit, also in jüngster Vergangenheit, sage ich mal. Und ich finde schon, dass sie auch, dass auch sie, also nicht nur Mary jetzt nicht unbedingt immer richtig gehandelt hat, sondern vor allen Dingen eigentlich auch Caroline, weil sie halt sehr, sehr enttäuscht war und vieles halt auch ja, so ein bisschen auf Missverständnissen einfach beruht hat. Peachy möchte wieder ins Video. Wie gesagt, Missverständnisse und ja, es ist halt, mir tut Mary eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen leid, weil ich meine, sie kann jetzt im Moment natürlich nichts dafür, dass sie nicht weiß, was los ist, dass sie Caroline nicht erkennt und so. Aber sie hat auch so eine, ja, man kann sagen, so eine leichte Weglauftendenz. Es zieht sie halt immer wieder zu bestimmten Orten hin und diese bestimmten Orte, die sind ja natürlich sehr wichtig aus der Vergangenheit. Oder zum Verstehen der Vergangenheit halt eben. Und es ist halt einfach schön, wie Katie mit ihrer Großmutter umgeht. Und es ist toll, dann beim Aufdecken dieser Geschichte halt dabei zu sein. Es ist wirklich von der ersten bis zur letzten Seite spannend. Mir hat natürlich besonders Mary als Charakter total gut gefallen. Sie war echt so eine süße Oma irgendwie. Ich meine, man kann schon sich vorstellen, dass es ab und zu schwierig ist und vielleicht auch nervenaufreibend so mit ihr umzugehen, weil sie wirklich manchmal von der einen auf die nächste Sekunde einfach wieder alles vergessen hat. Weil das Ganze natürlich auch immer weiter fortschreitet und so. Und es ist halt schwierig, mit solchen Leuten dann halt ja, eben auch umzugehen. Aber es ist wirklich in diesem Buch toll umgesetzt, finde ich. Also es hat mich echt von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt und mitgenommen und es lohnt sich auf jeden Fall. Also wer ja, solche Familiengeschichten und ja, so ein bisschen verknüpft mit Alzheimer halt und dann halt eben auch diese Jugendstory. Es ist natürlich auch ziemlich viel über Katie und Freundschaft und Liebe und so. Und wer auf sowas steht, der sollte echt mal einen Blick drauf werfen. Also mir hat das Ganze wirklich sehr gut gefallen und meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall. Es wurde auf jeden Fall die ganze Zeit nicht langweilig. Man hat mitgefiebert und ja, werft mal einen Blick drauf und schreibt mir doch in die Kommentare, falls ihr es auch schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen und wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!